Seit gestern fließt ja wieder Gas durch Nord Stream 1, aber natürlich in verringertem Umfang. Und dieser Umfang der Gaslieferung durch Putin und die Russen, die könnten nächste Woche schon wieder geringer werden. Warum? Weil es geht um diese seltsame, berüchtigte Turbine, die offenkundig irgendwie nicht in Russland ankommen will. Und die Russen haben gesagt, ja, wenn die Turbine nicht kommt, dann liefern wir weniger Gas. Und das in einer Situation, in der die Kosten sowohl für Firmen wie auch für Verbraucher schon massiv explodieren. Dementsprechend wird das ein teures Vergnügen und verstärkt die ohnehin schon starke Abkühlung der Wirtschaft, die sehr, sehr wahrscheinlich sowohl in Europa als auch in den USA in eine Rezession führen wird. Und die Aktienmärkte sagen sich zwischenzeitlich dann mal, ja super, cool, Rezession, dann wird die Zinsfrage nicht ganz so dramatisch ausfallen, aber das ist zu kurz gedacht. History shows, dass Rezessionen are not very good for the stock market, und das wird auch dieses Mal so sein. Schauen wir uns die Dinge mal an. Ja, wo ist sie denn? Where is the turbine? Der Gasturbine? Das ist die Frage. Irgendwo in Deutschland angeblich, aber die Russen sagen, also wir haben bisher überhaupt nichts erhalten, irgendwie keine Dokumentation, dass die Turbine wirklich jetzt geliefert wird. Und Putin hat klar gesagt, schon nächste Woche könnte weniger Gas durch Nord Stream 1 fließen, wenn diese Turbine nicht kommt. Das ist natürlich unschön. Und angeblich, so sagt Gazprom, haben wir mehrfach jetzt bei Siemens schon angefragt, ja, wo ist sie denn, die Turbine? Es ist wirklich eine politische Farce, kann man sagen. In russischen Häfen liegen ja noch weitere Gasturbinen, die eigentlich zur Wartung nach Kanada kommen sollen. Die Russen schicken die aber nicht nach Kanada, weil sie sagen, naja, wir wissen nicht, ob die dann jemals wieder zurückkommen, also lassen wir sie erstmal da liegen. Das geht faktisch dann darum, zu testen, wie bereit der Westen ist, auf die eigenen Sanktionen zu verzichten, damit er noch Gas bekommt. Das ist alles sozusagen mit in diesem Spiel. Aber, wie gesagt, die Drohung ist da, dass dieses Vergnügen, das wir seit gestern haben, dass wieder Gas fließt, in irgendeiner Form doch ein kurzfristiges Vergnügen sein wird. Und die Kosten explodieren. Schauen wir uns hier mal Uniper an. Deutschland hat jetzt ein Bailout-Programm gestartet. Um insgesamt 15 Milliarden Euro wird das Ganze kosten. Uniper ist ja in der blöden Lage, dass man praktisch langfristige Verträge hat mit den Russen zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Weil man diese günstigen Konditionen hatte, hat man Verträge mit den verschiedenen Stadtwerken geschlossen zu etwas besseren Konditionen für Uniper, sodass man da Marge gemacht hat. Aber seit Putin dann nicht mehr geliefert hat, sind eben Firmen wie Uniper gezwungen gewesen, dann am Spotmarkt einzukaufen, der viel teurere Preise als diese langfristigen Lieferverträge, die Uniper hat, aufruft. Und so hat man praktisch nur noch mit Verlust an die Stadtwerke verkaufen können, musste dann schon die eigenen Gasreserven anzapfen, um überhaupt noch liefern zu können. Also das sind absolut Verwicklungen, die hier der Fall sind, die letztendlich zu weiteren Staatsausgaben führen, die letztendlich aber auch natürlich bei den Konsumenten landen werden. Und Frau Baerbock, unsere Außenministerin, hat es kürzlich gesagt, das war ein bisschen unglücklich formuliert, hat sie sofort wieder zurückgenommen. Aber wenn wir die Gasturbine nicht bekommen, scheinbar haben sie die Deutschen ja, wird da viel Geheimnistuerei gemacht, dann werden wir kein Gas mehr kriegen, und wenn wir kein Gas mehr kriegen, dann können wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, weil wir dann zu beschäftigt sind mit den Aufständen des eigenen Volkes. Es ist vielleicht eine interessante Kette von Argumentationen, von Logiken, ja. Wenn den Leuten wirklich das eigene Hemd dann am allernächsten ist, dann dürfte das natürlich auch diese Solidarität zur Ukraine deutlich mindern, gar keine Frage. Baerbock hat das dann sofort wieder runtergespielt, weil man ja sozusagen dieses Bild von irgendwelchen Aufständen des Volkes nicht so gerne letztendlich sieht. Aber es sind eben auch die Strompreise, die massiv steigen. Gestern etwa fast ein neues Allzeithoch mit 680 Euro pro Megawattstunde. Also es ist ja nicht nur Gas, sondern eben auch Strom. Aus meinem allerengsten Umfeld
Ist jemand sehr gut involviert bei einem großen Aluminiumkonzern, dem größten Hersteller von Aluminium in Deutschland. Da ist es so, dass die ihre Elektrolyseöfen runtergefahren haben. Extrem aufwendiges Verfahren. Man braucht zum Hochfahren dieser Öfen mehrere Wochen. Man hat sich aber entschieden, das zu machen, aus Gründen der Kosten, eben für Energie und eben auch, weil man zu wenig Stoffe hat, mit denen man dieses Aluminium dann herstellt. Jedenfalls hat diese Firma dann praktisch auch langfristige Stromverträge, weil man ist ein riesiger Stromverbraucher. Allein diese Firma verbraucht mehr Strom als die Stadt Lübeck. Dementsprechend hat man natürlich als Großkunde besondere Einkaufskonditionen, hat aber jetzt die Produktion runtergefahren, eben 30% runtergefahren, verbraucht dadurch weniger Strom, hat diesen Strom dann wieder weiterverkauft an andere und damit die eigenen Verluste minimiert. Da gab es einen Artikel in der FAZ dann und dann war das Geschrei groß. Guckst du, die nutzen die Not aus bei den anderen und verkaufen jetzt ihren Strom, obwohl sie doch auch vom Staat gestützt werden. Ja, vom Staat werden sie gestützt, aber das war sozusagen eine Möglichkeit, ihre Verluste zu reduzieren, weil eben dieser Strom nicht gebraucht wird, nachdem man die Produktion runtergefahren hat. Also man sieht, welche Verwicklungen hier der Fall sind, wie komplex diese ganzen Dinge sind. Jetzt ist es eben so, dass viele von Ihnen ja wahrscheinlich dann massive Nachzahlungen bekommen werden, je nachdem, wie neu Ihr Vertrag ist, zu welchen Konditionen das damals ausgehandelt wurde. Jetzt ist es so, dass eben Gashändler wie Uniper zu 90% ihre Mehrkosten an die Konsumenten weitergeben. Da hat sich heute Olaf Scholz geäußert und gesagt, ja, 200 bis 300 € pro Jahr für eine vierköpfige Familie wird es sein. Obendrauf nochmal, also das ist nochmal extra, dann wird man natürlich irgendwelche Erleichterungen wahrscheinlich wieder machen. Aber wie gesagt, alleine die Uniper-Rettung, die ist teuer und die Mehrausgaben nach ungefähr aktuellem Stand, kann inzwischen schon höher sein, wären für einen vierköpfigen Haushalt jetzt pro Jahr 2.610 €. Das ist für viele Familien schon ein dickes Brett. Andere sind da eher entspannter, aber das ist natürlich schon eine soziale Frage, die sich da auch auftut. Und vor allem dürfte jetzt auch die Perspektive, dass die Nahrungsmittel weiter teurer werden, durchaus gegeben sein durch diese massive Trockenheit, durch die Hitzewelle, die wir gesehen haben. Diesel, Düngemittel sind ja knapp, weil eben auch vorwiegend in Russland, Weißrussland produziert und jetzt eben Bauernaufstände oder Streiks der Bauern in Holland, auch die deutschen Bauern sind extrem sauer, weil da eine Stickstoffauflage der EU sozusagen umgesetzt werden soll, die zwar keinen Sinn macht, aber gut klingt. Dementsprechend ist da wirklich die Wut sehr, sehr groß. Also hier sehen wir den Preistrend, der stark nach oben geht. Immerhin gab es heute offiziell den Deal zwischen Russland und der Ukraine, dass man das ukrainische Getreide rausbringen kann. Das ist eine besonders gute Nachricht, etwa für afrikanische Länder. Aber die Diskussion ist natürlich hier schon so von einer Supertax bei den Energiekonzernen, etwa Ölkonzerne wie TotalEnergies in Frankreich. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir verbilligen unser Benzin, das wir herstellen, um 20 Cent, damit wir sozusagen hier diese Diskussion so ein bisschen von uns fernhalten über diese Supertax. Also das dürfte in Deutschland auch sicherlich bald ein Thema werden. Besteuert doch die bösen Energiefirmen. Italien hat das ja ein Stück weit schon gemacht. Und all das, Ukraine-Krieg, Inflation, Lieferengpässe, besser Materialmangel, das kommt jetzt obendrauf neben dieser massiven Energiekrise, sodass die deutsche Wirtschaft, wie die heutigen Einkaufsmanager-Indizes gezeigt haben, jetzt bereits schrumpft. Das letzte Mal war das der Fall Dezember, glaube ich, 2021. Aber das zeigt, dass wir hier direkt auf dem Weg in eine Rezession sind. Und das gilt auch für die USA. Hier sehen wir mal den Einkaufsmanager-Index, oder die hatten auch heute ihre Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Vor allem Dienstleister, ganz, ganz schwach, 47, Schrumpfung, Gewerbe etwas besser. Aber hier hat S&P Global, das diese Daten erhebt, gesagt, ja, also außer diesen Lockdown-Monaten, wo ja praktisch die Wirtschaft komplett brachgelegen ist, ist der Output so stark zurückgegangen, wie wir es seit dem Jahr 2009 nicht mehr gesehen haben. Das ist
praktisch seit der Finanzkrise. Also da ist diese Abkühlung, von der ich immer gesprochen habe, die kommt viel, viel schneller. All das wird bedeuten, dass die Fed dann die Zinsen lange nicht so hoch anheben kann, wie sie es jetzt noch glaubt. Da freuen sich die Märkte zunächst eben mal drüber, aber dann sehen sie eben, dass das vielleicht nicht so die allerbeste Idee ist, denn das hat massive Konsequenzen für die Unternehmen. Wir haben gestern etwa AT&T gehabt, der amerikanische Telekom-Konzern, der gesagt hat, ja, immer mehr Leute können ihre Rechnung nicht bezahlen. Wir sehen, dass viele Firmen Wachstumsschwierigkeiten haben und wir haben jetzt ja diese Rallye gesehen. 14% hat der Nasdaq gut gemacht, seit seinem Verlaufstief. Die Stimmung bei den Privatinvestoren, untere Grafik, hat sich deutlich verbessert. Immerhin jetzt wieder knapp 30% Bullen, nur noch 42% Bären. Das ist jetzt mit Abstand der höchste Wert, den wir seit einigen Wochen haben. Also dieser Pessimismus ist ein bisschen weg. Und das Problem, das die Märkte vielleicht haben, ist, viele sitzen noch auf Verlustpositionen. Und wenn sich das mal erholt alles, dann sind die vielleicht noch bereit, diese Positionen mal, wenn es gut läuft, irgendwie pari wieder abzudrücken. Und so sehen wir eben einen Unterschied zwischen der Stimmung am Markt bei den Privatinvestoren, aber eben der faktischen Allokation, also das, was die Leute faktisch tun, nämlich Aktien halten, da ist noch eine ziemlich große Lücke. Und insgesamt wäre ich, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, und das dürfte für die nächsten Tage weiter gelten, vorsichtig bei den Märkten, denn die Parameter sind in vielerlei Hinsicht am Anschlag. Hier die Bullish Signals sind am Anschlag. Das ist normalerweise dann ein Kontraindikator, genauso wenn sozusagen die bärischen Signale schon praktisch überhand nehmen, die Parameter so angespannt sind, dass es schon kracht. Manche machen aber richtig gute Gewinne an den Märkten, zum Beispiel die Demokratin Nancy Pelosi, die hat ja zum Beispiel Nvidia ganz dick gekauft und böse Zungen sagen, sie wusste warum, weil sie praktisch als Gesetzgeberin wusste, was da kommt, nämlich dass Nvidia Vorteile haben wird durch eine bestimmte Gesetzeslage, die dann vom Kongress geschaffen wird. Ihr Mann war da auch ganz dick im Spiel. Im Grunde ist das, wenn man so will, Insiderhandel. Das müsste eigentlich verboten werden. Das sieht auch Cassandra so, das ist Michael Burry, der Twitter-Account von Michael Burry aus The Big Short. Also das ist schon eine harte Geschichte, zumal jetzt eben viel Trara ist um die Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan. Die Chinesen haben ja gesagt, das ist das allerletzte. Wenn das passiert, sie wäre die höchstrangige US-Offizielle, die das Land besucht seit 25 Jahren. China hat jetzt seit Monaten schon US-Staatsanleihen verkauft, weil man sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einen Konflikt mit den USA geraten, wird immer größer. Da sollten wir unsere Exposure an amerikanischen Staatsanleihen doch besser reduzieren. Übrigens nochmal zu Nancy Pelosi, habe ich vergessen, glaube ich, eine Grafik zu zeigen. Die zeigt, dass mit Abstand die besten Händler sind US-Kongressabgeordnete. Die haben eine überragende Quote von Leuten, die den S&P 500 und irgendwelche Fondsmanager schlagen. So ein Zufall, aber auch kein, es gibt Zufälle. Jedenfalls, Taiwan-Krise am Horizont. Xi Jinping hat jetzt einen Gesichtsverlust erlitten, der hochinteressant ist und eben auch mit dieser Taiwan-Frage zu tun hat. Darüber eine Artikelempfehlung. Meine Damen und Herren, erster Artikel, den ich empfehle. Zweiter Artikel war oder ist der von Nancy Pelosi. Was treibt die eigentlich? Was treiben amerikanische Kongressabgeordnete am Aktienmarkt eigentlich? Das ist ein hochinteressanter Artikel. Und da ist er, gell? Da sieht man nochmal die Aufstellung. Da ist sie. Okay, der fugt man schon wieder ganz durcheinander. Hier sehen wir diese Aufstellung, wie stark bestimmte Kongressmitglieder eben den S&P 500 outperformt haben im Jahr 2021. Auch die gute Nancy Pelosi natürlich. Also diese beiden Artikel, jetzt die dritte Empfehlung. Die neue Euro-Krise über das Scheitern der EZB, wieder ein hervorragend formulierter Artikel von der Georg Habe, nicht der das ganze Dilemma, die ganze Idiotie letztendlich der EZB wunderbar auf den Punkt bringt. Das war der dritte Artikel. Und der letzte Artikel, heute vier Artikel, meine Damen und Herren, aber Sie haben ja jetzt zwei Wochen Ruhe von mir, insofern leiste ich mir das einmal. Der letzte Artikel, welche Option Deutschland im Poker um Gas aus Russland hat, da gibt es hochinteressante Überlegungen, auch zum Beispiel mit Nord Stream 2. Ohne dass die Russen daran beteiligt sind, das würde man sich dann praktisch die Teile, die auf deutschem Staatsgebiet sind, krallen, könnte damit bestimmte Energieträger durchschicken. Also das sind Verwicklungen, die hier der Fall sind, die sind extrem interessant, extrem komplex.
und zeigen so diese ganzen geopolitischen Verwerfungen, die sich dann in einer Turbine letztendlich kulminieren. Das ist ja eigentlich auch schon eine echte Farce. Sei es drum. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Danke, dass Sie mich ertragen haben jetzt diese Zeit. Deswegen gönne ich Ihnen jetzt eine Auszeit. Wie gesagt, 2 Wochen und dann geht es wieder weiter. Machen Sie es gut. Ich danke euch. Servus. Ciao.